Der 14. Abend, an dem die Stadtmaus erzählt, wer alles dabei war, als die Tiere einen Weihnachtsbaum besorgen gingen. Heute Abend, liebe Freunde, öffnen wir das 14. Türchen unseres Adventskalenders, sagte die Eule, als alle auf der Lichtung versammelt waren und die Stadtmaus trat vor. So ging das Abenteuer im Antiquitätenladen aus, begann die Stadtmaus. Jetzt mussten unsere Freunde nur noch ungesehen aus der Stadt kommen und wir wissen ja schon, dass Felicitas alle Schleichwege kannte. Man wünschte sich manchmal, die Katzen kennten sie nicht, aber in dem Fall nützte es auch den Mäusen. Sie gingen fast denselben Weg zurück, den sie gekommen waren, und es dauerte nicht lange, da war die Tasche mit dem Christbaumschmuck tief im Gestrüpp gleich neben der Lichtung versteckt. Ungefähr da, wo es sich heute unser Freund, der Bär, gemütlich gemacht hat, sagte die Stadtmaus. Wie? Wo? Fragte der Bär, der sich zum Zuhören bequem auf den Bauch gelegt hatte, und als er jetzt auch noch aufsprang, als hätte er Angst, auf der Tasche drauf zu liegen, mussten alle lachen. Ihr seid gemein, brummte er, und wie er so betrüppelt in die Runde schaute, tat er der Stadtmaus ein bisschen leid. Hab ich schon erzählt, dass damals ein Bär eine besonders wichtige Aufgabe übernommen hat? Fragte sie. Ja, er sollte den Weihnachtsbaum aufstellen, hat Maxchen gesagt, sagte der Elch, von dem alle wussten, dass er fast ein so gutes Gedächtnis hatte wie die Eule. Genau, sagte die Stadtmaus. Aber er sollte auch gleich mitkommen, den Weihnachtsbaum holen. Betragen sollte ihn der Elch, sagte der Elch. Stimmt, sagte die Stadtmaus. Und noch jemand war dabei, als sie am Abend desselben Tages aufbrachen, um den Weihnachtsbaum für die weißen Hauskinder zu besorgen. Der Wolf. Ihr könnt euch denken, warum der Wolf mitkommen sollte. Wölfe kennen sich nachts im Wald am besten aus, rief der kleine Wolf. Und da hatte er natürlich recht. Das auch, sagte die Stadtmaus verschmitzt. Sie waren also zu dritt. Und eine ganze Schar Mäuse dazu, rief eine Feldmaus. Und eine Schar Mäuse, wie abgemacht, bestätigte die Stadtmaus. So brachen sie auf und erstmal mussten sie einen Umweg machen, denn es fehlte ihnen ja noch jemand, der den Baum schön sauber fällen konnte, wie es sich für einen Weihnachtsbaum gehört. Natürlich hätte der Bär mit seinen Bärenkräften einen Baum ausreißen können. Oder der Elch mit seinen Schaufeln einen ausgrabe, sagte der Elch. Auch das, sagte die Stadtmaus. Aber wie hätte das denn ausgesehen? Und wie hätte so ein Baum mit Wurzeln in einem Christbaumständer passen sollen? Nein, da brauchten sie noch jemanden mit einer Säge oder... Mit scharfen Zähnen, rief da eine Stimme aus dem Hintergrund. Und alle drehten sich überrascht nach ihr um. Es war der Biber. Justin Bieber! Entschuldigung, das musste jetzt kurz sein. Der gerufen hatte. Er saß ganz am Rand der Lichtung unter den Bäumen, damit er hinterher schnell wieder am Bach war, wo er seinen Bau hatte. Er hielt sich nicht gerne lange auf dem Trockenen auf und bisher hatte die anderen gar nicht gewusst, dass er auch zuhören kam. Das ist ein kleiner Schreibfehler. Guten Abend, Freunde Biber. Justin Bieber, sagte die Stadtmaus und blinzelte ins Dunkle, aus dem die Stimme gekommen war.
Schön, dich zu hören. Ja, es war der Biber, den sie brauchten. Der Elch war auf dem Weg zur Lichtung schon in der Nacht zuvor bei ihm vorbeigegangen, aber da hatte er schon geschlafen. Und wenn Biber erst in ihrem Bau liegen und schlafen, rufen selbst ein Elch vergebens. Darum war der Elch bei Tag nochmal zurückgekommen und der Biber hatte versprochen, abends länger aufzubleiben und auf die Weihnachtsbaumholer zu warten. Er war dann zwar ein bisschen schläfrig, wie Biber es abends sind, aber versprochen war versprochen, wie ein alter Biberspruch lautet. Der Bär, der Elch, der Wolf und der Biber und dazu eine Schar Mäuse, das waren ganz schön viele für einen einzigen Weihnachtsbaum, sollte man denken. Aber ihre Aufgabe war auch mindestens so schwer wie die unserer Freunde im Antiquitätenladen. Entschuldigung, rief der naseweise Hase. Aber was haben die eigentlich gemacht, nachdem die Tasche zur Lichtung gebracht haben? Das möchten wir nämlich gern wissen, rief der freche kleine Dachs hinterher. Nun, sagte die Stadtmaus, die hatten ihre Aufgabe erfüllt und brauchten nur noch zu warten, dass die anderen es ihnen nachmachten. Als sie zurückkamen, war es ja noch früh am Morgen, da konnten sie alle nach Hause gehen, um sich ein Weilchen auszuruhen. Das Fuchsmädchen zu den Füchsen, die Mäuse zu ihren Mitmäusen und Fridolin in den Metzgersladen, damit sie dort nicht misstrauisch wurden. Nur Felicitas blieb bei der Tasche, um darauf aufzupassen, und weil sie fand, Herr und Frau Krug sollten besser noch ein bisschen alleine sein. Abends dann, als der Bär und die anderen aufbrachen, hätten sie große Lust gehabt, mitzukommen. Aber für das Abenteuer mit Oberförster Metz war leider keine Katze vorgesehen. Mit Oberförster Metz? Der hieß genauso wie unser Oberförster heute, fragte der naseweise Hase. Es war sein Großvater, sagte die Stadtmaus mit einem Schmunzeln. Und wie das Abenteuer mit dem Großvater Metz anfing, das erzähle ich euch morgen. Just a baby.